Milbenspucke und Kacke, ja. Wir essen ja auch Honig, Bienenkotze. Seit dem Mittelalter wird dieser Käse als Aphrodisiaka geschätzt. Bis ins hohe Alter sind die Leute ja sehr potent. Macht jetzt richtig Mut. Mut, den unsere Reporterin Christina auch braucht. Denn sie wird So. heute den lebendigsten Käse der Welt testen, den Würchwitzer Milbenkäse. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat hier jeder Bauer diesen Käse gemacht. Dann wurde er verboten in DDR-Zeiten. Regional war das wirklich hier nur im Dreiländereck Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt.